Wir haben jetzt hier die letzten unserer insgesamt 8 Humboldt-Pinguin-Jungtiere, die wir dieses Jahr erfolgreich großgezogen haben. Diese 3 waren so ein bisschen die Nachzügler. Jetzt können sie auch inzwischen selbstständig im Wasser Fisch essen. Und die kommen jetzt mit raus auf die Anlage zu ihren Eltern zurück und zu der ganzen Gruppe. Ja, also das ist so, dass sie natürlich erstmal im Nest von den Eltern aufgezogen werden. Dann bekommen sie dort wieder hochgewirkten Fisch und irgendwann, so ungefähr nach 60 Tagen, hören die Eltern damit auf. In der Natur würden natürlich dann die Jungtiere alleine losziehen und dann irgendwann, weil sie so großen Hunger haben, den Fisch auch fangen. Bei uns in der Anlage ist das alles ein bisschen unübersichtlicher und wir wollen einfach sicher gehen, dass das wirklich funktioniert. Wir kriegen auch, würden die Tiere schlechter wieder rauskriegen, wenn irgendwas nicht so gut klappt. Und deswegen sind wir einfach hier hinter den Kulissen auf Nummer sicher, wenn sie ein paar Wochen hier bei uns sitzen und von uns wirklich lernen, dass der Fisch auch von den Menschen in Grün kommt. Wir bringen ihnen bei, wie man, dass man überhaupt erstmal Fisch frisst und wie. Am Anfang sieht das immer ein bisschen nicht so nett aus, da müssen wir die manchmal wirklich auch festhalten und den Fisch erstmal in den Schnabel stopfen. Aber sie kriegen dann ganz schnell mit, vorher hatte ich Hunger, nach dieser Aktion nicht mehr, auch vielleicht mache ich mal mit und schluck den von alleine runter und dann funktioniert das ganz schnell eigentlich. Und dann ist der nächste Schritt noch, dass das nicht direkt aus der Hand kommt, sondern der Fisch auch im Wasser mal gerne einfach ist und man ihn dann fressen kann. Und das kriegen sie dann auch ganz schnell. Dann können wir los. Oh,